Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Ravensburg Map. Es gibt ein neues Update und ja, ich weiß, es gibt es schon seit ein paar Tagen. Ich bin nicht der Erste, bin sogar ein bisschen hinten dran, aber ich bin jetzt nicht darauf aus, Specials zu machen für Updates und hier zu zeigen und da zu zeigen und Machen und betteln um Abonnenten und Likes und was weiß ich alles. Es gibt dieses neue Update, ich hab's mit drauf. Aber ich werde jetzt nicht einzeln alles vorstellen. Es gibt PC-Specials, es gibt Konsolen-Specials und was weiß ich noch alles. Ich spiele einfach weiter und gucken, wie es mich betrifft, ob alles so weiterläuft wie soll. Für alles andere gibt es andere Videos. Erstmal schauen wir, ob das alles noch funktioniert. Also ich kann in mein Tiermenü und ich kann Land kaufen und damit läuft es. Also gehen wir ganz normal ins Spiel rein. Meine Felder sind grün. Da ist auch alles gut. Ertrag in der Wiese ist hier rechts nicht so gut. Aber wir haben gedüngt und wir haben gekalkt. Da sind wir schon mal zufrieden. Nein, wir gehen in die Tiere. Was machen unsere Tiere? Denen geht es auch gut. Es gibt zu wenig Milch. Mist ist vollkommen zu wenig. Wir haben 33 Tiere. Das ist nicht viel. So, die ältesten Tiere sind... Ich gerade gesagt, was sind 300? Die sind älter. Hallo? Oben bleiben. 3,5 Jahre. Hat also noch ein bisschen Zeit. Also mit so 8 bis 9 Jahren sollte man sie verkaufen, sonst sterben sie weg. Und dann hat man nichts mehr davon. Was gibt's an Missionen? Düngemission gibt's. Klare Aufträge. Das ist das. Kein Dunsi. Und dann ist alles wieder weg. Aha. Also das ist auch ein ein Mod, den ich nicht ganz verstehe. Klare Aufträge sind es nur die ich mache. Kann natürlich sein. Und das sind neue Verträge. Das Schöne ist, sie sind sortiert. Wir haben jetzt als erstes die Düngeaufträge, die man machen kann. Ernteauftrag, das ist ein Ernteauftrag. Wir haben ja Zeit. Feld 1. 10.000. Maschinen haben wir selber. Und dann machen wir den Vertrag. Doch wenn ich jetzt auf klare Verträge gehe. Ah, das sind dann meine. Also, da zeigt er dann nur meine Verträge. Okay, dann. Ist das mein Drescher? Und ja, ich habe wieder auf leise gestellt. Gut, jetzt hören wir mehr. So, da ist jemand gegen den Wagen gefahren, gegen Schneidwerk. Kriege das jetzt irgendwo da raus. Nicht da rein, das ist schlecht. Komme ich dazwischen? Nein. Einmal gucken, den gerade schieben kann.
So, jetzt. Nicht wieder dagegen. Gut. Dann schauen wir, ob du allein zum Feld 1 kannst. So, brauchen wir natürlich noch einen Ablader, also einen Abfahrer, Entschuldigung. Ablader ist mit. So, brauchen wir noch mehr? Nein. Das heißt, du kannst zum Silo leer machen und dann fährst du weiter ab. Gehen wir hier mit dem Besen hier durch. Ne? Hast nicht gegriffen. Naja, hat sich nicht gerade gelohnt. Schon mal da bin, lassen wir auch ein bisschen Wasser rein. Ich habe natürlich auch wieder Missionen gemacht, das heißt, ich kann eigentlich gucken, was wir noch an. Wir haben keinen Kredit mehr, wir haben 101.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ich dringend brauche, sind Felder. Ich muss produzieren, Land. Das kostet 177.000, das ist ein Stück Straße zu, seht ihr das richtig? Ne, nicht ganz so, das 118.000, das wäre was für mich. Die 33. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Was ist da drauf? Das Pappeln? Das Pappeln? Wie soll ich denn Pappeln machen? Nein, Tritikale ist das. Ja gut, das können wir machen. Tritikale geht. Wir sind im Herbst, also dieses Jahr wird es nichts mehr. Aber ich kaufe das trotzdem. Okay, das Feld, das nehmen wir da. Kaufen. Da wollte ich gucken, es gibt ein neues Gerät. Die Bodenproben. Das hier. Da kann man ganze Boden scannen. Das waren 17.000. Was kostet das? 23.000. Das interessiert mich, das kaufe ich jetzt auch mal. So, Handtafel bei. Ich mache mit, weil ich kaufe das mal. Jetzt habe ich noch nicht geguckt, was ich da brauche. So, Licht können wir leer machen.
Connor, wir fahren zu Feld 1. Also nochmal auf das Update zurückzukommen. Es sind Änderungen gemacht worden an der BGAD, was mich bis jetzt noch nicht betrifft. Es gibt scheinbar auch Zwiebeln. Ich dachte, die gibt es vorher schon. Keine Ahnung. Es sind Sachen, die bis jetzt mich noch nicht betroffen haben. Änderungen an Hof 1, wo ich alles verkauft habe, was auch mich nicht betrifft. Also, wir werden sehen, ob irgendwas auffällt, was neu ist. Aber ich denke mal weniger. So. Dich schicke ich immer zum Shop und ich hoffe, dass der den Feldscanner da nehmen kann. Und jetzt muss ich da nochmal die Traktoren austauschen. Ich möchte das ausprobieren mit dem neuen. Dann schauen wir, wo jetzt die. Also, da ist der Case. Hier Holland ist da. Und wo ist mein. Wo ist mein Drescher? 1, 2, Viertel vor 3. Wo fährt mein Drescher her? Bist du noch nicht da, oder? Bei der 1? Der hat es geschafft, der ist schon da. Ganz ohne fremde Hilfe ist das nicht schön. Ich liebe Autodrive. Selbst mein Drescher kann damit umgehen. So, jetzt stehst du natürlich genau da, wo du nicht stehen sollst. Wenn ich den jetzt da runternehme, steht. Der Wagen im Weg. Also wir fahren mal auf die Wiese hier links. So. Und der Abfahrer kommt ja auch noch und der muss ja auch wieder wegfahren und bevor dieser Schneidwerkswagen im Weg steht, ziehen wir den mal an die Seite. Was mich dazu bringt, ich hätte gern auch einen neuen Drescher, weil das ist klein. Ich hätte gern größeren. Aber wir haben uns jetzt ein Feld gekauft und das müssen wir erstmal wieder reinkriegen, das Geld. So. Helfer an. Und der Helfer fährt. Wir müssen Sellpoint, schätze ich, dass ich zu mir hoch muss. Zum Sellpoint, zu meiner Produktion. Was mich zu meinen Produktionen bringt. Tolle Überleitung, oder? Nein, das ist falsch. Wir müssen. Nein. Die Düngeproduktion. Gülle ist klar. Mist fehlt. Unsere Viecher machen zu wenig Mist. Flüssigdünger ist voll. Diesel ist voll, Wasser ist voll, Dünger ist da. Wir können Flüssigdünger verkaufen. Wir haben so viel, wir können Flüssigdünger verkaufen. Die Käserei ist noch besser. Die ist voll. Kuh maximal verkauft, maximal verkaufen, maximal verkaufen. Saatgutproduktion braucht dringend Getreide. Wäre es schön, wenn hier was überbleibt. Pflanzen, ich habe was Frostschutzmittel gelesen. Ein Pflanzenschutzmittel ist drin. Dünger ist drin. Wir brauchen Getreide. Wird hier vielleicht was.
Das heißt, ich meine, brauche nichts. Ich muss hier gucken, dass was überbleibt. Kleines Feld kann nicht viel sein. Du bist da, der Abfahrer ist da, das ist auch nicht schlecht. Und jetzt schauen wir mal, wo der Käse ist, auch da, wo er hin soll. Das Ding denke ich mal so vorne dran. Nimmt er an, das ist schön, das ist sehr gut. Wir müssen zu Feld 33, habe ich gesagt. Ne? 33. Dann machen wir das doch jetzt mal. 33. So. Dann zu dir. Wir werden auch Flüssigdünger verkaufen. Abladen Zeltbahn, Flüssigdünger ist auch richtig, wir müssen den Dünger nur noch abholen. Produktion Dünger abholen. Schauen wir, ob du das machst. Gucken, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Hier oben das Feld ist auch sehr schön, schön groß. Also ich habe jetzt Flüssigdünger 70.000, da kann ich gut die Hälfte verkaufen, 40.000 raus. Und mit dem bisschen, was du bist, was du drin, was du lädst, bist du ein paar Mal unterwegs. Der lädt, das ist schön. Ah, kommst du. Das sind Sojabohnen, die wir da oben. Habe ich mich da verguckt? Sind das Sojabohnen? Ich hätte etwas durcheinander gekommen. Sojabohnen ist jetzt. Sojabohnen ist jetzt kein Getreide. Das kann ich dann nicht in die Saatgut reinpacken, das ist schlecht. Können wir noch verkaufen? Okay. Dann bringt diese Mission nur Geld. Schauen, wie schnell wir sind. Dünger, haben wir eine Düngemission? Schauen wir erstmal, was unser Feld braucht. So, du bist halb voll, du brauchst deine Zeit. Du bist da, okay. Könnte ich hier stoppen? Wie mache ich das hier? Sensor aufklappen? Sensor senken und Sensor anschalten. Das zeigt er unten an, okay. Also ich muss das ganze Feld abfahren. Ob das jetzt schneller geht als Bodenproben nehmen, weiß ich nicht. Am Bodenproben habe ich immer einen Kreis und mit diesem Teil hier habe ich das Teil dann vollkommen abgegrast. Ich mache zwar eine Runde, dann gucke ich mal, ob der Helfer das auch kann. Das wäre natürlich genial.
Er macht schon mal eine sehr gute Geschwindigkeit, das freut mich schon. Ich weiß nicht, was er gerade scannt, aber es ist rot. Kann der Helfer das? Nein, der Helfer macht es nicht. Okay. Jetzt, wenn er gerade einen Helfer reinmachen wollte, hat er ausgeschaltet. Das ist natürlich. Schon Angst gehabt, der fängt mir von vorne an. Navigieren nach der kleinen Map. Aber sonst sieht man nichts. Also mir persönlich macht es mehr Spaß. Also Bodenproben ist man doch untätiger. Es wird fleißig Flüssigdünger verkauft. Wenn er fertig ist, muss ich gucken, wie ich noch ab. Nicht, dass sie dann leer laufen. Denn ich denke mal, das Feld hier braucht so quasi Dünger und erkalten kann ich ja jetzt nicht, bringt ja jetzt nichts. So, da jetzt ein Stück übersehen. Obwohl das auch nichts anderes wird, aber. Nicht, dass die Stelle beim Düngen hinterher auslässt, weil er sie nicht kennt. Das ist dann fatal. Das denke ich bei den Bodenproben. Da, wo die Bodenproben nicht genommen wurden. Außenkanten teilweise wurde da nicht gedüngt. Ob das was ausmacht, weiß ich nicht. So, jetzt müsste ich alles haben. Dann bringen wir das Pferd mal in den Stall. Also mir gefällt auf jeden Fall, dass wir ein Ergebnis für das gesamte Feld jetzt haben. Ich hätte ein Bild machen können, das war jetzt schlecht. Schauen wir mal. Stickstoff. Da wollte ich eben gucken. Wir sind bei 51, da geht noch ein bisschen. So, für das Stück brauche ich kein Autodrive. Das ist ja quasi vor der Tür hier oben. So, mein Drescher ist voll, den muss ich dann abtanken. Hätte ich jetzt eigentlich auch automatisieren können. Vergessen. Gucken, das gleich machen kann. Ich vergesse das immer. Nicht, ich fahre doch geradeaus.
zu deiner Aufgabe. Das sieht schon mal sehr gut aus. Gut. Die machen wir leer. Stehst da hinten. So, und dann muss ich mal gucken, wie es hier läuft. Das war der, ich habe das einmal, glaube ich, jetzt gemacht. Feld 1 ist richtig und wir lernen aus beim Sell Point. Und den machen wir dann an. Nee, wir sind fest. Okay, gucken, ob das macht. Falschen dran. Du kannst noch einmal fahren. Und sie aufgehängt, du hängst da wieder in der Bäume drin. Ich muss den Drescher doch noch. Ja. Also als Singleplayer muss man sich schon klonen am besten. Also bin mal eben bei 120.000. Gut. Das Geld für das Feld schon wieder drin. Wir müssen aber erstmal wieder Dünger produzieren. So, jetzt kannst du ein bisschen rüber. Mal gucken, ob wir einen Helfer wieder reinkriegen. Nein, nicht abkappen hier. Schön geradeaus weiter. Gut. Dich muss ich auch noch auf Abfahrer einstellen. Wo ist meine Maus? Da. Und nicht anstellen, habe ich irgendwie mal mitgekriegt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Du fährst jetzt hinterher. Okay. Gibt's noch einmal? Er kommt einmal noch und dann ist Feierabend. Ja, du produzierst ja weiter, gut. Also man kann sich wirklich dauerhaft beschäftigen. Man kann gut Geld verdienen, also ist schon gut, freut mich. Ich komme wieder. Parken LKW. Flüssigdünger, der ist. Hier ist wieder parken. Und du machst das Feld hier, okay. Hier machen wir ein Bildchen. Und dem Dinge. Und so haben wir auch schon wieder einige Zeit rumgekriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht weiterhin Spaß. Lasst ein Däumchen da, bleibt gesund.